Hallo, hier ist Jana aus meiner Bastelecke und heute mache ich einen Gutschein. Hab hier die Kamera von meinem Freund, die ich immer nehme, um meine Fotos zu machen. Die hat ja hier vorne so ein Deckelchen. Dieses Deckelchen möchte ich mit diesem kleinen Teil hier nachbauen, sowas ähnliches machen. Aber ich brauchte was ganz Flaches, weil ich es auf eine Karte machen will. Die verschicke ich nicht, die übergebe ich persönlich. Also ist nicht so schlimm, wenn es ein bisschen dicker ist. Das hier ist so ein einfach so ein Plastikteilchen, in dem die Accessoires von Stampin' Up mitkommen. So, und ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, wie ich es mache. Ich mache quasi eine schwarze Karte, weil in der Regel sind diese Kameras immer schwarz. Und die Freundin, der ich das schenke, hat auch so eine schwarze Kamera. Nur, dass sie jetzt nicht, also sie kriegt von den anderen Freunden Geld für, ja, was auch immer sie quasi braucht, entweder Zubehör für ihre Kamera oder einen Fotokurs oder ähnliches. Und mein Freund und ich schenken aber einen Gutschein für ein digitales Fotobuch, denn sie macht viele Fotos, sie macht gerne Fotos, aber irgendwas muss mit den Fotos ja auch passieren, sonst hängen die nur auf dem Computer rum und es ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache. Also den Gutschein habe ich besorgt, online allerdings, und da habe ich auch nicht irgendwie einen schönen Gutschein, der schon gestaltet ist, bekommen, sondern einfach nur einen Code. Um den Code jetzt irgendwie zu verpacken, will ich mir also jetzt eine Karte basteln, wo vorne drauf ein kleines Extra ist, quasi interaktiv, wo man dann diesen Deckel runter machen kann und da drinne ist der Code. So, und eigentlich habe ich mir das hier ein bisschen sauber gemacht, ein bisschen, was sieht man hier von dem Kleber noch, aber ich habe es mir schon sauber gemacht. Es geht eigentlich auch nur, dann ist mir aufgefallen, der Deckel, der hier vorne drauf ist, ist ja komplett schwarz, da kann man ja gar nicht durchgucken, macht also überhaupt keinen Sinn. Also werde ich das einfach alles bekleben. Ja, ich muss mal testen, wie genau. Also innen rein könnte, ich habe hier so Papierreste in schwarz. Ich brauche jetzt mal eins, wo ich mit der 2,5 Stanze ausstanzen kann. Ach, die würde oben drauf passen, aber nicht innen rein. Also ich habe jetzt hier bei den Kreis Framelits eins gefunden, was passt innen rein. Das ist das 1, 2, 3, 4, 5. von innen gezählt. Und jetzt werde ich mal schnell an die Maschine gehen und mir eins durchnudeln. Das mache ich jetzt deshalb hier innen rein. Da muss ich nicht versuchen, dieses blöde Teil hier abzufummeln. Das ist nämlich echt nervig. Und dann geht das eh nicht richtig ab und dann bleibt Kleber dran und so. Also das hier wird hier reingeklebt. Wenn ich jetzt hier außenrum nichts mache, dann kann man da reingucken und sieht, dass da was drin ist. So, ich habe jetzt hier so ein Rest genommen von einem Stück Papier, was noch über ist. Mach das hier in den Rand rein. Mach aber nicht Außenkleber dran, weil das würde man sehen. Ich verkleide es ja von außen nicht auch noch, weil da kommt ja dann der Deckel drüber. Das würde sonst hängen bleiben. Das heißt, ich muss das innen ganz, ganz straff machen. Und das mache ich jetzt, indem ich mir hier innen rein Kleber mache. Reinfummeln, reinfummeln, reinfummeln. Und schön andrücken, auseinanderziehen hier genau an der Stelle, so dass sich das schön reindrückt hier überall. Bisschen andrücken, warten. Sollte nicht allzu lange dauern, aber ein bisschen. Dann kann ich schon mal hier, da ist ein bisschen zu viel Kleber, habe ich da drauf gemacht. Oh, das macht schon nichts. Nehmen wir ein bisschen was ab. Also jetzt mache ich erstmal hier innen drin das schon mal rein. Das kann ja nicht schaden. Schnappe mir das Ding und mache mir vor allen Dingen da innen rein. Dann nehme ich mir die aber so. Da sollten drei Stück reichen. So ein bisschen wie in einem Dreieck. Ne, halt. Und dann das drauf. Okay, hält. So, dann ist das mein Deckel. Um das Ganze zu verkleiden, dass man nicht reingucken kann, mache ich diesen hier drauf. 0,9. Also kein Zentimeter. Ich glaube, dann wird es ein bisschen überstehen. 0,9 passt gerade. Das war echt witzig, dass das jetzt so gepasst hat. Okay, also man kann das so schon mal aufmachen. Jetzt mache ich mir mal meine Kartenbasis und dafür zoome ich aber mal raus. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was gerade los war. Ich glaube, mir ist ein Teil meines Videomaterials abhanden gekommen und ich weiß nicht wieso, weil eigentlich wäre noch genug Platz gewesen auf der Kamera.
Ich wüsste auch nicht, dass ich zwischendrin mal weggedrückt habe, aber sie hat sich einfach ausgeschaltet. Naja, gut. Ich habe mir, ich weiß gar nicht, wo ich zum Schluss war. Ich glaube, ich habe mir da gerade Papier geholt, um die Karte zu schneiden. Diese Karte habe ich aus einem A4-Papier gemacht. Habe das an der langen Seite bei 14,5 angelegt, geschnitten, habe es dann, also dann war es so, dann habe ich es in der Hälfte bei 10,5 gefalzt, Falzlinie gezogen, habe die Ecken abgerundet, damit das nicht so eckig aussieht, weil eine Kamera ja in der Regel nicht so eckig ist, nachgezogen, habe mir hier aus Glitzerpapier einen kleinen Blitz gebaut, den ich noch auf Abstandshalter machen werde, dass da ein bisschen was hervorkommt. Und damit das Ganze nicht ganz so nach Beerdigung aussieht und so ganz so schwarz, habe ich jetzt hier auf Pergamentpapier embossed. Ich habe das auf jeden Fall mit dem Embossing Buddy, mit diesem feinen Pulver, was da drin ist, vorher bearbeitet, damit da nicht irgendwo was hängen bleibt. Ist super Abdruck geworden. Man muss vorsichtig sein bei Pergamentpapier, dass man nicht zu lange drauf bleibt. Deswegen habe ich den Föhn gut vorgeheizt vorher, ohne irgendwas zu machen, und bin dann von hinten drauf gegangen, um das zu schmelzen. Und diese kleinen Herzchen hier sind aus der von der Bordürenstanze Herz. Und zwar habe ich die deswegen hier ausgestanzt. Zum einen natürlich, um noch ein bisschen Bling reinzubringen, ein bisschen mehr. Zum anderen jedoch, weil ich das Pergament sonst nicht hinkleben könnte, denn man sieht da Kleber durch. Das ist ja, das ist so ein bisschen durchsichtig, nicht wirklich, aber ein bisschen Kleber würde man sehen. Das heißt, ich versuche jetzt hier ein paar Herzen aufzukleben an verschiedenen Stellen und darunter kann ich einen Tropfen Kleber machen und kann das dann damit aufkleben. Ich glaube, so könnte das ganz gut aussehen. Vielleicht verändere ich noch irgendwas an der Position, aber jetzt werde ich das mal so nach und nach festkleben und ich fange erstmal mit den Herzen hier drauf an, weil die finde ich eigentlich ganz okay. Ich gucke nochmal. Ja, nee, sonst ist hier drüben auch nichts, wo ich es festkleben kann. Um die kleinen Herzen hier festzukleben, werde ich jetzt den Präzisionskleber nehmen. Der hat ja diese besonders dünne Tülle oben und das sollte also gut hinhauen. Der braucht allerdings auch ein bisschen länger zum Trocknen. Ganz wichtig ist, dass ich jetzt vorsichtig bin, dass ich nicht zu viel Kleber drauf mache. So sieht das Ganze dann aus, wenn es aufgeklebt ist und jetzt habe ich hier eben an der Rückseite diese vielen kleinen Punkte, wo ich Kleber drauf machen kann, was man dann nachher einfach nicht sieht, wenn man es rumdreht. Also klebe es ja andersrum hin. So, das heißt, da mache ich mir jetzt hier einfach ein paar Klebepunkte hin und versuche das jetzt mittig hier drauf zu machen. Das ist ein bisschen gewölbt und dieser Kleber braucht ja länger zum Trocknen. Das heißt, ich halte das jetzt mal ein bisschen. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal um den... Oh, ich sollte den Kleber zumachen, weil der braucht zwar ein bisschen länger zum Trocknen, aber sonst verklebt er mir. Und da ist ja extra hier dieses kleine Nädelchen da quasi, damit das nicht verklebt. Da brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Abstandshalter, Dimensionals und vielleicht noch eins in die Mitte, damit es nicht durchhängt. Und ich glaube, ich mache gleich hier hinten auch noch mal welche drauf, weil das ja schwarz auf schwarz ist und wenn ein bisschen Abstand ist, dann hebt sich's trotzdem noch ein bisschen vom Hintergrund ab. Irgendwie so, würde ich sagen. Da man auf Schwarz ja irgendwie alles sieht, jeden kleinen Fussel, der irgendwie hell ist, habe ich mir jetzt hier so ein statisches Tuch genommen. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob das überhaupt funktionieren wird, dass man dieses kleine Kästchen dann aufmachen kann, weil der geht bis hier runter und ich habe nichts zum Festhalten und es dann aufzukriegen, weiß ich nicht, ob es gehen wird. Aber es ist wurscht, selbst wenn es nicht geht, ist es ja auf jeden Fall was, was die Karte besonders macht. Und jetzt werde ich versuchen, das ganz fest zu machen mit dem ganz starken Klebeband. Ich glaube nämlich, sonst hält das nicht. Und dann hoffe ich mal, dass man irgendwie drankommt.
Sonst ist natürlich der ganze Sinn nicht mehr so da. Ich werde hier einfach so ein paar kleine Schlitze reinmachen, die nicht komplett durchs Klebeband durchgehen, sondern einfach bis zur Hälfte ungefähr von der Breite. Und das führt dazu, hoffe ich mal, dass ich dann das Ganze etwas mehr biegen kann. Ja, ich muss die Abstände ein bisschen kleiner machen. Ich versuche das jetzt noch ein bisschen anzudrücken, dass das nachher auch auf jeden Fall hält. Okay, ich muss jetzt nur gucken, dass ich es mittig hinkriege, aber nicht unbedingt, dass das hier gerade ist, weil das kann ich ja drehen, den Deckel, ist ja wurscht, aber dass es so auf der Karte irgendwie mittig aussieht. Naja, okay. Wenn man Fingernägel hat, hat man, glaube ich, die Möglichkeit ranzukommen. Ich muss mal gucken, ob ich das Ding dann benutze oder nicht. So, jetzt will ich natürlich hier noch meine kleinen Herzen drauf machen. Und ich muss mal gucken, ob ich es so dabei belasse, ungefähr wie ich es gerade eben hatte, oder ob ich es doch nochmal abändere. Ich finde, jetzt sieht es doch schon nicht mehr ganz so schwarz und trist aus. Es ist quasi so ein bisschen, dass sich die Herzen hier so durchziehen. Und jetzt brauche ich aber für innen rein noch was, damit man eben hier schreiben kann. Und ich denke, da werde ich jetzt nur hier unten ein weißes Teil hinmachen. Das mache ich mir wie immer 0,5 kleiner als die Karte selber. Bedeutet in dem Falle 14 mal 10. Und jetzt muss ich mir mal ein Stück weißes Papier besorgen. Jetzt muss ich natürlich auch hier, weil die Ecken ja abgerundet sind, die Ecken abrunden. Aber das ist ja kein Problem. So, und damit habe ich Platz, um etwas zu schreiben. Jetzt will ich das aber noch verzieren in irgendeiner Art und Weise. Und ich muss mir mal überlegen, wie. Ich würde sagen, ich mache auf jeden Fall nochmal aus dem Glitzerpapier was innen rein, um das wieder mit aufzunehmen. Dann nehme ich mir jetzt mal Reste und mache hier so große Herzen. Ich habe jetzt einfach noch ein bisschen rumgespielt und weil sonst hier oben das komplett leer wäre, mache ich da jetzt einfach die paar Herzen hin. Und unten werde ich mal gucken, was ich so an Stempelsets habe, die irgendwie was mit Fotos zu tun haben. Und ich habe ja Project Life Sets, wo vielleicht irgendwas Passendes drinsteht. Hier also jetzt nochmal die Karte komplett fertig. Von vorne habt ihr sie ja schon gesehen. Es hat sich nur ein bisschen was innen drin verändert. Hier oben habe ich noch so ein silbernes Klebeband hingemacht. Das war aus der Celebration-Zeit noch. Das hatte ich halt noch über und passte ganz gut auch zu diesem silbernen Glitzerherzen. Habe einen Text geschrieben, habe hier auch einen Hinweis versteckt, dass eben der Gutschein hier vorne drin ist. Und man muss es ein bisschen festhalten, das Ding. Und man braucht einen Fingernagel, aber zur Not mache ich hier das auf. Und da ist jetzt dieses kleine Kärtchen drin. Und auf der Rückseite ist der Gutscheincode, den ich euch natürlich jetzt nicht zeige. Denn den soll ja meine Freundin einlösen. Genau. Also, es ist, denke ich, nicht zu dunkel, zu schwarz geworden. Ich glaube, dieses ganze Glitzer ist schon ordentlich und lässt das Ganze dann doch irgendwie, ja, weiblich wirken. Genau, aber natürlich mit weniger Glitzer, weniger Herzchen und vielleicht irgendeiner anderen Verzierung kann man das Ganze auch ganz gut nehmen als eine Karte für einen, wie gesagt, Mann oder eine Frau, die nicht so auf Glitzer steht. Und hier vorne die Möglichkeit eben auch gefaltetes Geld reinzumachen. So viel also zu dieser Karte, zu vermutlich einem der letzten 30. Geburtstage, die ich dann so mitbekomme in meinem Freundeskreis. Schauen wir mal, ein paar gibt es schon noch. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt, dann verpasst ihr keins meiner Videos. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Tschüss! Ich habe hier oben dieses Klebezeug abgemacht, aber wie ihr vielleicht sehen konntet, sind da noch Klebereste drauf. Ich muss das mal auf was legen, dass ich es selber sehen kann.
So, und deswegen gehe ich hier mal mit meinem Klebemittel-Radierer drüber. Ich versuche es mal mit einem feuchten Tuch. Ich glaube, dann gehen die letzten Klebereste auch ab. Das hier ist der Teil, was ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, wo nachher dann der Gutscheincode reinkommt und was quasi so ist wie der Deckel von der Kamera, den man hier so abnehmen kann. Und dass ich das jetzt so sauber gewischt habe, liegt daran, dass ich eigentlich das so lassen wollte, dass man durchgucken kann. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, weil der Deckel, der vorne drauf ist, ist ja komplett schwarz. Das ist ja ärgerlich. Da hilft nur eins. Da gucke ich doch mal, ob ich nicht hier so ein Framelit habe, was da vielleicht von der Größe her passt. Na, wo ist du wohl? Okay, man braucht nur genug Kreise, dann passt das schon. Test. Tada! Passt! Ich müsste quasi es noch irgendwie hinkriegen, dass ich hier noch, weil das steckt sich ja da oben drauf. Also ich muss hier außenrum, innen drin noch. Ach, ich habe ja hier so einen Streifen. Nein, der ist nicht hoch genug. So, und jetzt würde ich das, wie mache ich das? Ich glaube, ich mache das mit ein paar Klebe. Ach nee, die sieht man ja dann von außen. Wenn in dem noch was drin ist. Ich glaube, der war nämlich... ich dachte, der wäre ziemlich leer. Und so ein Deckel von seiner Kamera hat schon so eine... Ja, der hat ja so... Eigentlich hier so Einbuchtungen und alles Mögliche. Das kriege ich jetzt natürlich nicht hin. Aber ich hätte eigentlich schon diese Einbuchtung hier gerne beibehalten. Weil sonst könnte ich jetzt auch einfach so ein Ding oben drauf kleben. Ah, ich könnte es ja auch so gestalten. Ganz genau. Noch viel besser. Und zwar, neue Idee. Ich klebe mir jetzt hier... Dann muss ich wieder einen mit dem... Es wird. Und dann werde ich, glaube ich, das nicht so machen, dass das aussieht wie dieser Deckel hier, sondern ich gucke mal, ob ich vielleicht innen drinnen einen kleineren Kreis mache und da ein Foto drauf mache. Vielleicht auch irgendeins, was irgendwie eine Verbindung hat, quasi mit der Freundin und uns. Ich guck mal, was mir so einfällt. Ja. Mit meiner Neurodermitis ist es echt schwierig, nicht irgendwo Fussel drauf zu bekommen oder Schuppen. Und dann aber auch noch schwarz. Das ist natürlich ganz doof. Da sieht man das besonders. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich es mache. Probiere ich hier einfach so ein bisschen, weil ich meine nämlich, dass der hier nicht durchsichtig, also nicht der... trocknet, glaube ich, so, dass man ihn noch sieht, also dass man, wie nennt man denn das, so glänzend quasi. Jetzt hält das natürlich nicht mehr an meinem kleinen Klebeding. Nee. Aus welchem Grund? Sind denn jetzt hier lauter so, ich glaube, das Glitzer, oder? Kann natürlich auch sein, dass was von dem Embossing-Pulver draufgekommen ist und irgendwie warm geworden. Aber vorne sieht es okay aus. Das Ding muss bombenfest halten, einfach deshalb, weil... Ach so, das müssen wir jetzt mal testen, ne? Ob das überhaupt möglich ist, das so aufzumachen, weil man es ja nicht festhalten kann. Geht das nur mit Fingernagel? Aber selbst dann wird es schwer. Das ist ja jetzt doof. Oder ich mache es nur so. Aber wie mache ich es dann fest? Dann muss ich das andersrum machen? Nee, ich meine schon so. Aber ich glaube, ich hätte noch mehr reinschneiden müssen. Aha, das ist schon mal total scheiße. Wieso macht es denn das? Ich hätte gern alles runter. Ist das sonst nervig? Gut, dass ich lange Fingernägel habe. Das hilft bei sowas. Kann ich nur sagen. Also ich möchte eigentlich gerne, dass die irgendwie so in die Richtung zeigen, aber ich finde es einfach nicht schön. Vielleicht ist es auch einfach zu viel. Ach Mann, entscheide ich doch mal. Irgendwie muss das doch machen. Verflucht. Okay, ich habe wirklich Entscheidungsschwierigkeiten, wie ich denn das jetzt hier machen soll. Und ich lasse es jetzt einfach so, sonst geht das noch stundenlang so weiter. Ist ja albern. So, jetzt muss fertig werden. Nein, jetzt bleib halt an dem blöden Stift hängen. Ich denke, von außen werde ich das jetzt so lassen.
Ich versuche mal gerade hier Glimmer. Man sieht den Glimmer gar nicht so richtig. Jetzt. Oh Mann. Blöder Quickstick, ey. Du hältst doch überhaupt kein Stück. Ich verstehe nicht, wie man dich benutzen soll. Na, komm schon. Jetzt ärger mich nicht. Du? Jetzt wollte ich euch die Karte nur noch mal kurz zeigen, wie sie dann fertig aussieht. Und naja, also von vorne habt ihr sie ja schon gesehen. Hier also jetzt noch mal die Karte komplett fertig. Von vorne habt ihr sie ja schon gesehen. Ja, das ist also die Karte für heute. Überall Glitzer. Und dann hoffe ich, es hat euch irgendwie gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. So viel also zu dieser Karte. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt mir doch einen Daumen hoch.